Wer OpenSUSE mit Festplattenverschlüsselung nutzt, muss beim Systemstart das Entschlüsselungskennwort zweimal eingeben. Ich zeige dir, wie du die doppelte Eingabe vermeidest und das Entschlüsselungskennwort somit, wie bei den meisten anderen Linux-Distributionen, nur einmal eingeben musst. Bleib dran! Wer von euch OpenSUSE einsetzt und bei der Installation ein Verschlüsselungskennwort festgelegt hat, kennt das vielleicht. Ihr macht euren Rechner an, ihr müsst direkt zum Grub-Bootloader das Entschlüsselungskennwort eingeben und ein paar Sekunden später müsst ihr es gleich nochmal eingeben. Das mag jetzt bei einer einmaligen Aktion kein Drama sein, im Alltag kann es aber ganz schön nerven. Und mir ging das so bei meiner Thumbleweed-Installation. Und deswegen habe ich mir gedacht, das kann so nicht sein. Da habe ich mal nach einer Lösung gesucht, habe mich auf die Suche gemacht und habe auch tatsächlich eine Lösung gefunden, die ich euch heute hier mal etwas näher vorstellen möchte. Wichtige Infos vorweg. Die nachfolgenden Schritte dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn du eine verschlüsselte Root-Partition hast, die auch /boot inkludiert. Hast du eine separate Boot-Partition, bist du an der Stelle schon raus. Für alle anderen, wir erstellen uns eine kleine Schlüsseldatei, die wir dem init.rd zufügen. Damit kann die Root-Partition entschlüsselt werden und wir müssen das Kennwort nur einmal ganz zu Beginn beim Grub-Bootloader eingeben. Ich habe das an einem Thumbleweed-System getestet, ebenso klappt es aber auch bei den Leap-Editionen, also 15, 15.1 und 15.2. Ich zeige dir es hier auf Basis eines OpenSUSE Leap 15.2 System. Meine Vorgehensweise basiert auf der Doku von OpenSUSE, die ihr online auch findet, und zwar unter, und keine Sorge, ich packe die Dokumentation auch in meinen Blogartikel mit rein. Und zwar unter en.opensuse.org sdb doppelpunkt encrypted underscore root underscore file underscore system. Also auf dieser Anleitung basiert Also die stellen gerade um. Ich gucke mal, ob ich den Link dann entsprechend anpasse, beziehungsweise die angepasste Version dann finde. Okay. Naja. Umsetzung. Zunächst erstellen wir eine leere Schlüsseldatei, im Englischen auch Keyfile genannt. Ich habe mir hier meine ganzen Befehle schon reingestellt. Ich packe die natürlich auch immer in den Blogartikel mit rein. Also, wir machen sudo touch /.root.key. Jetzt ist die Datei erstmal angelegt. Danach müssen wir die Rechte anpassen, sodass nur root auf diese Datei Zugriff hat. Und das geht mit sudo changemod 600/.root.key. Damit kann root lesen, schreiben und alle anderen können nicht auf die Datei zugreifen, auch nicht lesend. Im nächsten Schritt erstellen wir uns die Schlüsseldatei. Das machen wir mit dem Befehl. sudo dd if ist gleich def urandom of ist gleich .rootkey bs 1024 count ist 1. Jetzt müssen wir mal unsere Partition abfragen, damit wir wissen, welcher Partition wir das Rootkey-File zufügen sollen. Das geht mit sudo fdisk-l. Wenn ihr eure Partition im Kopf habt, dann könnt ihr euch diesen Schritt sparen. Bei mir ist es so, dass meine verschlüsselte Partition auf devsda2 liegt. Und das muss ich mir dann auch merken. Im nächsten Schritt werden wir die Schlüsseldatei als gültige Entschlüsselungsmethode zufügen. Und das machen wir mit diesem Befehl.
sudo cryptsetup luxetkey slash dev sda2.rootkey. Und jetzt ist wichtig, jetzt müsst ihr euer Verschlüsselungskennwort eingeben. Dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Er kaut es und dann schluckt das auch gleich runter. Und hier jetzt kein anderes Kennwort eingeben, sondern das, was ihr bei der Installation als Verschlüsselungskennwort festgelegt habt. Im nächsten Schritt bearbeiten wir die Crypto-Tab, um die Schlüsseldatei der Root-Partition zuzufügen. Das geht, indem wir hier sudo vi edc crypt-tab und da müssen wir einen kleinen Eintrag hinzufügen. Und zwar müssen wir ganz am Ende mit großem R kommen wir in den Überschreibmodus. Wir müssen ganz am Ende noch zufügen /.root.key. Das ist nur dieser kleine Eintrag. Ihr könnt auch hier I für Insert drücken. Das ist jedem selber überlassen, mit welcher Methode er es lieber hat. Gut, das ist schon alles. Escape, Doppelpunkt, Right Quit, Enter. So, Änderung geschrieben. Nun müssen wir Dragcut konfigurieren, die Schlüsseldatei dem initrd zuzufügen. Das machen wir mit diesem Befehl. Der ist ein bisschen länger. Ihr seht schon, warum ich mir das alles rausgeschrieben habe, weil das alles einzugeben ist a recht mühsam und b sind hier Haufen mögliche Stellen für Fehlerteufel. Okay, als letztes müssen wir die Rechte der Boot-Partition anpassen, sodass auch nur der Root-User darauf Zugriff hat. Das geht mit sudo changemod minus großes R grvorwx slash boot. Jetzt haben wir noch zwei letzte Schritte. Der vorletzte Schritt ist die Neuerstellung von initrd. Das machen wir mit sudo make initrd. Ich hätte es auch einfach rausziehen können, kein Problem. Dauert einen kleinen Augenblick. Und sobald das fertig ist, müssen wir unsere Maschine einmal durchstarten. Und danach seht ihr, dass ihr euer Kennwort nur noch zum Grub Bootloader eingeben müsst. So, das ist fertig. Sudo reboot. Und wir machen hier einen kleinen Schnitt und gleich geht's weiter. So, hier sind wir wieder zurück. Wir stehen direkt beim Grub Bootloader und jetzt geben wir unser Kennwort einmal ein. Und warten kurz und dann startet unser System. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann müssen wir keine weitere Passworteingabe über uns ergehen lassen. Das ist natürlich, wenn man das jetzt einmal machen muss, vielleicht nicht ganz so das Drama. Aber wenn ihr das jeden Tag machen müsst oder nach jedem Systemstart, dann nervt das irgendwann schon mal. So, ihr seht, es kam schon zu keiner weiteren Passworteingabe. Das heißt, unser Keyfile wurde akzeptiert. Und unser System startet wie erwartet. Fazit: Mir ist keine andere Distribution bekannt, die sich mit der Festplattenverschlüsselung so anstellt wie OpenSUSE. Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum dem so ist, beziehungsweise warum es nicht gelingt, dies so zu lösen, wie es die Mitbewerber ebenfalls schaffen. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es überhaupt eine brauchbare Lösung gibt. Doch sehr einsteiger- und anfängerfreundlich finde ich das nicht. Hier würde ich mir wünschen, dass man bei OpenSUSE auf diese Kritik hört und entsprechend reagiert. Ein weiter so wird vermutlich nicht zur nachhaltigen Steigerung der Nutzerbasis beitragen. Hoffe, euch konnte dies helfen, die doppelte Kennworteingabe zu vermeiden. Oder nutzt ihr euer System unverschlüsselt? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare rein. Vielen Dank für das Schauen meiner Videos. Jedes
Abo meines YouTube-Kanals hilft mir. Demnach würde ich mich freuen, wenn auch du meinen Kanal abonnieren würdest. Anregungen könnt ihr mir gerne in den Kommentarfeldern zukommen lassen. Auf meinem Blog michelfranken.de findet ihr immer den jeweiligen Artikel zum Video zur Nachlese. Meine Beiträge und meine Videos könnt ihr gerne mit euren Freunden in den sozialen Medien teilen. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Servus!